Servus! Ihr seht, ich bin ungeschminkt, ich schaue aus wie ein zupfter Hen. Und das heißt, heute gibt es ein Get Ready With Me. Und fangen wir als erstes mal mit dem Primer an. Das ist der Lipo Primer. Ja, der ist dann silikonfrei, parabenfrei, ja, alle möglichen Sachen frei. Der ist ja eben ein Aufbrauchprojekt und ist eigentlich jetzt dann gar nicht so schlecht. Für den Sommer vielleicht etwas zu wenig im Endeffekt, aber ja, heute ist nicht so ein heißer Tag. Es ist bei uns jetzt dann recht abgekühlt. Wir haben heute Mittwoch. Heute ist ein Feiertag in Österreich auf jeden Fall. Und ich glaube in München auch. Maria Himmelfahrt. Hoffentlich sage ich jetzt keinen Blödsinn. So schaut das aus. Ja. Deswegen habe ich gedacht, dann nehme ich jetzt einmal mit bei meinem Get Ready With Me. Wir fahren heute zu Freunden. Eigentlich wollten die Freunde zu uns kommen. Daher unsere Freunde aber einen Pool haben, haben wir gesagt, gehen wir jetzt da hinnen. Dann habe ich von Teddy diesen tollen Sponge da. Der ist richtig gut. Also der Teddy Sponge ist bis jetzt der beste, den ich gehabt habe. Ich glaube von... irgendwann gibt es noch so einen Orange, den würde ich auch unbedingt testen. Und... in meinem Produkttest, 5-Produkte-Test, ist ja dieses Teil drinnen, deswegen will ich das einmal testen. Oder sagen wir mal so, ich teste das jetzt schon ein paar Tage. Es ist mir ein bisschen zu cremig und ja, aber es geht. Und es ist ein bisschen zu dunkel, aber daher im Moment so schön schlechte Haut habe, ist mir das eigentlich egal. Ich muss es nur ein bisschen abdecken. Und ich finde, es lässt die Haut nicht so trocken wirken, dieses Produkt. Also das gibt einen Glanz von innen raus, dieses... habe ich gesagt, wie das heißt? Das ist der Yves Rocher Concealer. Ja. In der 01. Also ist der hellste Ton. Ich finde den aber recht dunkel. Ja, für mich ist er halt ein bisschen zu dunkel. Also wir gehen heute zu Freunden grillen. Eigentlich wollten sie ja zu uns kommen, aber ja. Wir gehen jetzt zu Sennern. Wir haben das Fleisch mit und das Brötchen. Sie holen jetzt auch noch ein bisschen was Fleisch, was sie gern... Ripperlern hätten und wir essen keine Ripperlern. Also ganz selten. Also ich esse gerne Ripperlern, aber der Wille nicht, der mag das nicht so auf seiner Nahrungsmittel so immer zu knabbern. Mich stört das nicht. Das muss gerade das schlimmste Gespräch für einen Vegetarier sein, was ich da mache. Aber ja. So. Ich versuche das dann natürlich ein bisschen mit dem Sponge zu verblenden. Ist ein bisschen schwieriger mit dieser harten Substanz und ja. Ja, seht ihr diesen Kratzer da auf meiner Nase? Den habe ich von der Emily gekriegt, da hat sie mich gekratzt in der Nacht. Hat sie einfach mal meine Nase erwischt und einfach mal voll zusammengezickt. In der Nacht habe ich dann geblutet, das habe ich aber gar nicht mitgekriegt, ich habe nur gedacht, das tut weh. Aber ja, da hat sie mir einen ziemlichen Kratzer reingemacht. Das ist halt manchmal bei Kindern so. Die Emily schläft ja noch bei uns, sie ist, wir sind ja... wir haben ja ein Familienbett, also die Eltern schlafen in ihrem eigenen Bett, aber wir lassen die Kinder bis 2 Jahre bei uns schlafen. Ich weiß nicht, das ist einfach schöner für die Kinder, kann ich mir vorstellen. Und ich finde das auch schöner, dass ich die ganze Zeit mein Baby um mich habe und schauen kann, ob es dem Baby gut geht. Jetzt überlege ich gerade, soll ich diese Foundation nehmen oder diese, denn die habe ich jetzt dann eingetauscht in mein Aufbrauchprojekt, weil die ist dann leer gegangen. Deswegen habe ich jetzt die dazu getan von Wish. Jetzt habe ich mal bei meinem Schild eine Kante ausgeschlagen. Super. Ist auch nicht so schlimm. Ja. Brauche ich heute mehr oder weniger Deckkraft? Das ist jetzt die Frage. Ich werde jetzt dann vom Vichy einmal was nehmen, weil mir kommt vor, ich brauche heute schon recht viel Deckkraft, weil da hinten habe ich auch alles Unreinheiten. Es ist halt schwer. Im Moment rein zu bleiben, weil ich sündige im Moment sehr viel. Gerade bei Süßigkeiten bin ich im Moment wirklich schwach. Da könnte ich echt fast alles schnabulieren im Moment. Ich habe im Moment immer so Gusta und dann gehe ich zum Kühlschrank und dann hole ich mir was. Meistens dann, wenn die Elena schon im Bett ist oder wenn die Emily Mittagsschlaf macht, muss ich mir jetzt immer ein Eis gönnen oder was anderes. Und ja, das sieht man halt bei mir, bei der Haut. Dass dann die Haut schlecht wird. Aber ich kenne mir ja, also, das wird auch wieder weggehen. Deswegen mache ich mir jetzt da keinen Stress. Also, man kann nicht immer auf alles verzichten.
Und gerade jetzt habe ich halt Lust auf alle möglichen Süßigkeiten. Ich habe aber leider eh nicht alles daheim, was ich gerne hätte. Ganz oft habe ich jetzt Lust auf Milka-Schokolade. Und wir haben nicht einmal irgendeine Schokolade zu Hause. Ich glaube, nur die Kochschokolade haben wir jetzt noch zu Hause. Die habe ich auch gerne übrigens. Aber da habe ich auch nur manchmal so Phasen, wo ich die gerne esse. Gibt es von euch Leute, die auch die Kochschokolade gerne essen? So, die habe ich manchmal wirklich, wirklich gerne. So, okay, das ist glaube ich genug Deckkraft. Und ich hoffe, das sieht man jetzt nicht so, dass da Make-up oben ist. Aber mir kommt vor, das sieht man extrem gerade umtun, dass man die überschüssige Sache da runterzieht. Dafür ist nämlich der Sponge richtig cool. Wenn man ein bisschen zu viel benutzt hat, kann man das immer runterholen. Ich finde sowieso, dass diese Sponge extrem viel Make-up schlucken. Gerade wenn man Make-up aufbrauchen will, ist die eigentlich gar nicht schlecht. Aber es macht natürlich auch ein schöneres Hautbild. Und die drückt das so richtig rein. So. Natürlich habe ich da jetzt ein paar Unreinheiten, die was wieder rausschauen, aber bevor ich die jetzt ein ganz abdecke, schaue ich da noch Cake aus. Das mag ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, es passt jetzt ganz ungefähr. Ja. Genau. So, wo geht's weiter? Jetzt überlege ich gerade, ob ich mir jetzt noch da eine Kontur mit was Feuchten ziehen soll. Ja, ich glaube schon. Schaut mal. Der bricht immer mehr ab, weil er immer spitzer wird. Das zieht mich so an. Ich kann aber das Helle nicht so viel benutzen wie das Dunkle. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 10.000 Mal gesagt. Ups, das ist aber nicht die richtige Stelle gewesen. Ah! No! Das gibt es ja nicht. Machen wir es lieber mit Spiegel, gell? Also, ich tue jetzt dagegen drücken, dass er mir nicht noch mehr abbricht. So. Aber ich finde das so schade. Ich habe den so gern und jetzt tue ich mir sehr schwer, ihn zu benutzen. Ja. Schreibt so in die Kommentare, was ihr jetzt gemacht habt, so in die schönen Ferien jetzt, also in die Ferien. In dieser Zeit, wo es jetzt so extrem heiß ist, habt ihr da Ferien gehabt, Urlaub gehabt, habt ihr gearbeitet? Wie habt ihr jetzt die Zeit verbracht? Wir waren eigentlich fast die ganze Zeit zu Hause. Ich war aber nie am Wörthersee, also das ist unser See in der Nähe. Ich bin ja von Kärnten, da ist der Wörthersee. Wir waren nie am Wörthersee dieses Jahr. Wir waren eigentlich nur in Italien am Meer. Und sonst sind wir nie baden gewesen. Weil unsere Kinder das auch nicht so gern tun. Zumindest die Elena, die hat ein bisschen Angst vor vom Wasser. Was sie nicht so wirklich verstehen kann. Weil wir sind eigentlich alles Wasserratten und die Emily eigentlich auch. Also viele ein bisschen komisch. So, ich werde das jetzt dann abpudern. Natürlich. Dafür habe ich diesen All About Matte Fixing Powder. Ich benutze trotzdem das von Essence im Moment lieber, weil Catrice hat da jetzt auch eins ausgebaut, so ein Fixing Powder, so ein durchsichtiges. Was ich nicht so gut finde. Ich weiß nicht, was da ist, aber mir macht das irgendwie einen cakey-Style. Also ich finde, das macht mich cakey. Ich glaube zwar nicht, dass das so ultimativ viel Unterschied ist, aber mir kommt es halt vor. Das bilde ich mir vielleicht auch nur ein. Würde mich interessieren, wie ihr das seht. Aber ich finde das von Essence jetzt besser. Ganz besonders gut finde ich das von B2. Dieses Puder, aber das ist immer kein durchsichtiges Puder, das ist alles mit Farbe. Und das brauche ich nicht. Weil es... Ich habe es lieber durchsichtig. Ich schaue nämlich immer, dass mein Make-up irgendwie die Farbe von meinem Gesicht hat oder die von meinem Hals. Fit. Aber es ist trotzdem ein bisschen heller im Moment, gell? Ist auch kein Problem. Ich habe da ein Bronzing Powder von Art Deco. Das war irgendwann einmal in, wie nennt man das? In Ang, also in irgendeiner nennt man das? In irgendeiner LE drin, ich glaube, das war ein LE-Produkt, weil das hat so einen schönen Deckel, der was natürlich kaputt gegangen ist. So wie alle Art Deko-Produkte kaputt gehen. Sie sind zwar coole Produkte, aber sie gehen einfach ultimativ schnell kaputt. Ich weiß nicht, ob das eigentlich auch so geht, aber die gehen einfach bei mir viel zu schnell kaputt. Gut. Und heute will ich das erste Mal dieses tolle Produkt ausprobieren. Ob das heute gar nicht dazu passt, was man es ihr, passt heute eigentlich überhaupt nicht zu mir.
Ich weiß nicht, ob das zu gewagt ist, dieser Rotton heute. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich mein ganzes Make-up mit diesem Rotton versau. Also, ich habe den noch nie benutzt auf mein Gesicht. Und ich habe jetzt auch nur ziemlich einen harten Pinsel, der was wahrscheinlich nicht so gut ist. Ich werde jetzt einmal reintupfen und das einmal versuchen, auf meinen Handrücken aufzubauen. Okay, so schaut das jetzt auf meinen Handrücken aus. Oh wow, da sieht man schon voll was. Jetzt probieren wir es aber im Gesicht. Also ich probiere das immer gerne ein bisschen am Handrücken vorher aus und dufte das dann ein bisschen ab, weil ich will halt nicht unbedingt mir noch einmal schminken müssen. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Du das wieder ein bisschen abtupfen. Das ist eine richtig gewagte Farbe. Oh, und die sieht man auch voll, wie ich abgetupft habe. Jetzt muss ich mal schauen, ob das nur in der Kamera so ausschaut, für euch so oder auch für mich so ausschaut. Oh na, für mich schaut es eigentlich recht schön aus. Ja, bei mir sieht man eben eigentlich nur ganz, ganz dezent den Rotton. Gut, das ist schon mal sehr gut. Bei euch schaut er auch ein bisschen fleckig aus, sehe ich gerade. Es kann aber sein, dass ihr dann beim Bearbeiten seht, dass es bei euch gar nicht fleckig ausschaut. Aber so in Realität schaut er eigentlich, ist er da vielleicht etwas mehr. Passt eigentlich sehr gut. Also vom Spiegel her schaut es besser aus wie bei euch, aber das schaut total schlimm aus. Das schaut wieder bei euch nicht so schlimm aus, wie das wirklich ausschaut. Die Kamera tut mir gerne ein bisschen fleckiger machen. Und vom Rouge her, aber die Pickel lassen es ein bisschen rausziehen. Ob ihr seht, heute da extrem viele Pickel. Also heute nimmt sie mir echt gut auf. Gut, was will ich jetzt nächste machen? Ja, genau. Highlight natürlich. Da habe ich. Nein, jetzt habe ich meine Hose angepotzt. Eben diesen da, das ist ganz ein Leichter. Der war von einer LE. Oh, keine Ahnung, ich glaube, das kann man auch aus Body Shimmer benutzen. Und der ist sehr natürlich, sehr wenig bringt der. Mir fast ein bisschen zu wenig, würde ich fast sagen. Ich hätte es gerne ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wie es so bei euch ist, aber ich finde es schon sehr wenig. Aber dafür könnte man immer den ganzen Körper benutzen. Aber ich brauche es nicht am Körper so oft benutzen, also. Muss man sehr sagen. Gut. Und jetzt kommen wir erst einmal zum Augen-Make-up. Jetzt habe ich wirklich sehr, sehr lange gebraucht. Meine Nase wird gleich über die Zeit. Mit dem Augen-Make-up fange ich als erster mit diesen Sleep-Palette an, wie meistens. Da bin ich auch schon recht gut weiter. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen Ton. Denn es ist hier nur, um das Produkt haltbarer zu machen. Und so weniger man von diesen Teilen nimmt, desto länger haltet es. Kommt mir vor. Also nicht, dass es dadurch nicht haltbar gemacht wird. Aber man muss ganz eine hauchdünne Schicht von diesen Sleek Primer auftragen. Dann haltet das wirklich, wirklich lange und wirklich gut. Kann ich sagen. Gut, und dann haben wir von Isadora diese Palette ja in meinen 5 Produkten gezogen. Und ich finde die richtig schön, die Palette. Die hat sehr tolle Farben. Die geben auch sehr gut Farbe ab. Und sieht auch ultimativ leicht zu verblenden. Dann fangen wir direkt einmal an mit irgendeiner wunderschönen Farbe. Ich komme jetzt ein bisschen näher an mir ran. So schauen jetzt meine Augen aus. Ich muss in meinen Spiegel schauen, weil bei euch schaut es manchmal ein bisschen anders aus wie bei mir. Dann nehme ich als erster den mittlersten Ton, was ich sehr schön finde. Und damit fange ich direkt an, als erster mal zu highlighten. Also ihr seht schon, der glitzert ordentlich. Der hat einen Glitzer, der ist krass. So. Und jetzt gehe ich in den helleren Ton rein. Den noch helleren Ton. Und versuche das dann nur oben ein bisschen auszulaufen lassen, in so einem grauen Schimmer eben. Das war es gar nicht so extrem auffallen wird später. Gut, diese Sache verblende ich jetzt dann einmal ineinander. Richtig fett ineinander verblenden.
richtig fett ineinander verblenden. Was ist das für eine Aussprache, bitte? Und im Moment benutze ich dann auch wirklich gern diesen extrem dunklen Ton. Den habe ich vorher eigentlich nie benutzt. Aber seitdem ich ein bisschen dunkler unterwegs bin, finde ich den eigentlich recht schön. Das ist voll gruselig, wenn ich in meinen Spiegel da schaue, sehe ich mein Skelett da noch da hinten. So. Und das Ganze machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Wisst ihr, was das Problem ist? Bei 5 Produkte und 5 Produkte im Test, man zieht sich irgendeine raus und es könnten dann auch Winterprodukte kommen, die was man eigentlich nur im Winter trägt. Das ist voll schlimm. Ich habe jetzt gerade ein Video gesehen, die macht das mit 10 Produkte, voll auf die 10 hast das. Ich werde das Video unten oben verlinken. Die hatten mir jetzt gerade total tolle Sachen gezogen, die was voll Winterstyle sein. Also ich finde auch voll, dass es Winterstyle ist. Gerade diese Palette, die hat sich so eine braune Palette gezogen, da habe ich auch voll lachen müssen. Weil ich habe mir nur gedacht, oh, die trage ich eher zum Herbst und Winter rüber. Ja, das kann natürlich auch bei so einem Produkttest-Video-Dings passieren. Ich werde das Video oben verlinken. Sie ist danach ein bisschen... Ja, sie denkt sich, glaube ich, ganz das gleiche im Video. Ich werde oben mal rechts den Kanal verlinken. Also ihr Video verlinken, den Kanal könnt ihr dann ja gleich direkt darüber suchen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, wo ich das geschminkt habe, weil ich habe mir gerade gedacht, dass ich diese Palette eigentlich auch nur im Herbst getragen habe. Und also die habe ich für den Herbst manchmal getragen und die habe ich dann für den Frühling getragen. Im Sommer direkt habe ich diese Palette noch nie getragen. Ist jetzt auch erst durch dieses Video gekommen. Das Ding ist mir jetzt gerade in den Kopf geschossen, dass die genau das gleiche gehabt hat. Schaut auf jeden Fall voll bei ihr vorbei. Die ist total eine liebe Nette. Kanal verlinkt, mit was tue ich weiter? Muss jetzt meine Augenbrauen machen? Ja, heute ist ein Augenbrauen angesagt. Die haben sowieso einmal gezupft. Aber ich habe gerade überhaupt keine Lust, die zu zupfen. Ich finde diesen Style total cool. Ob meine Mutti, irgendwann hat sie mir einmal was dazu gesagt, dass sie das nicht so toll findet, wenn die Augenbrauen so wild sein. Sie hat sie lieber dünn. Und das gefällt ihnen gar nicht, wenn die jungen Leute jetzt halt so dicke Augenbrauen tragen. Das schaut ja so komisch aus. Und dann habe ich immer gedacht, Mama, ich lasse sie mir aber auch gerade wachsen. Das habe ich mir aber nur gedacht. Also. Ich habe sie noch nicht gesagt. Sie sieht das jetzt eh, dass ich sie immer wachsen lassen habe und genau gleich trage. Aber meine Mutti findet immer diese neuesten Trends ein bisschen komisch, kommt mir vor. Ich glaube, der gefällt das sowieso nicht, wie ich mir schminke. Sie sagt da eigentlich nie was dazu. Und wenn ich einmal ein recht natürliches Make-up habe, sagt sie sofort, oh, das ist aber schön heute. Also, der gefällt das nie, wie ich geschminkt bin. Aber was soll ich machen, ist mein Style. Das gehört halt zu mir, so bin ich halt. Das macht mir Freude, ne? Meine Freundin, zu der ich heute gehe, die wird auch wieder schauen, dass ich wieder so geschminkt bin. Ihr gefällt das eigentlich so richtig. Aber ich denke mal eins, ich mache das, wie ich mir das denke und wie mir das gefällt. Ich nehme jetzt dann diese Wimperntusche, die was in meinem Projekt ist. Ich finde sie jetzt auch nicht so toll, aber auch nicht schlecht. Also es kommt immer darauf an, wie sie gerade erwischt. Manchmal ist sie super, aber manchmal verklumpt sie voll meine Wimpern. Das Wichtigste ist, bei der nur eine Schicht auftragen. Weil sonst verklumpt sie. Aber wenn man jetzt nur eine Schicht tragt, macht die total schöne, aufgefächerte Augenbrauen. Augenbrauen, ja. Wimpern. Also total einen schönen Wimpernaufschlag. Da muss ich mich jetzt kurz konzentrieren. Ja. Ich bin jetzt gerade echt neugierig, ob mein Freund die Pommes aus der Fritteuse getan hat, weil wir haben so eine fettfreie Fritteuse. Und ich hoffe jetzt einfach, der hat die ausgeholt, weil ich höre nämlich, ich habe das Piepsen nicht gehört. Ich hoffe einfach, der ist in der Küche und der hat sie gehört. Weil wir dieser fettfreien Fritteuse tauen die Pommes 20 Minuten oder so und wir haben gesagt, wir essen jetzt noch ein bisschen Pommes, bevor wir umgehen.
Nicht, dass die Kinder Hunger haben, wenn wir dort sind und sie dann krantig werden. Oder mein Freund, man weiß es ja nicht. Oder ich, ich werde manchmal krantig, wenn ich Hunger habe. So, ist das mein Make-up heute? Ich glaube, das passt. Also das ist jetzt das, was ich mir gezogen habe. Diese ganzen Produkte und ja, das war es eigentlich. Jetzt haben wir noch meine Haare kämmen. Denn die Kinder hätte ich nämlich auch gemacht. Die haben wir gestern nur gewaschen. Aua. Und wenn ich immer wundert, warum ich da hinten noch Zöpfe habe. Ich habe da drei Zöpfe durch. Kann ich das einmal so zeigen. Da habe ich als Zöpfe, seht ihr das? Das sind so wie so ganz, ganz dünne Zöpfe eben. Die habe ich nur als so eine Reihe um und um, weil ich im Moment das Problem habe, dass meine Haare durchgehend verknoten. Und dann habe ich die einfach so durchgemacht. Die mache ich mir einmal in der Woche neu natürlich. Und wenn ich mir dazwischen drin die Haare wasche, lasse ich sie auch drinnen. Also ja, das ist einfach nur, dass die Haare nicht verknoten. Das sieht man eigentlich auch nicht oft, dass ich das habe. Und wenn, gefällt es mir sogar, dass man sieht. Ich finde das eigentlich recht lustig. Immer natürlich, ich bin eigentlich, was meine Freundin hätte dazu sagen wird, weil die hat immer eine Meinung zu allen und die sagt dann auch die Meinung, was mir auch sehr gut gefällt. Man kann ruhig ehrlich sein, ob ich dann das annehme, was sie sagt oder nicht, ist ja meine Sache. Aber wir haben uns halt schon so kennengelernt, die war immer schon sehr ehrlich. Deswegen, das hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen. Ich liebe das einfach, wenn mir jemand ehrlich die Meinung sagt. Ich hasse nichts mehr wie Menschen, die was mit mir in Kontakt abbrechen und mir nicht sagen, wieso. Das hasse ich total. Also da wäre ich immer voll krank, da denke ich mir, ja klar, du wirst mich so grob wie es geht anscheinend verletzen, dass du einfach den Kontakt abbrichst. Es hat nämlich dieses Jahr nämlich eine von mir und meine Freundin den Kontakt abgebrochen. Und da denke ich mir auch, sowas tut man doch nicht. Man redet sich doch aus oder man kann sich ja immer alles sagen. Aber anscheinend geht das bei manchen Leuten nicht. Ja. So, und ich werde mir jetzt einfach einen Zopfi machen heute, habe ich mir gedacht. Ein Zopfi auf der Seite. Ich habe meiner Tochter jetzt auch das letzte Mal einen Zopf auf der Seite gemacht und die ist was durchgedreht. Sie wollte unbedingt noch einen zweiten Zopf jetzt dann auf der anderen Seite haben. Ja. Dann habe ich es einfach runtergemacht. Ich habe das aber auch ungern gehabt, wenn ich nur auf einer Seite einen Zopf gehabt habe. Also ich habe da auch so einen Tick gehabt. Ich habe auch als Kind diesen Tick gehabt, dass ich mir zum Beispiel, wenn ich auf einer Hand mich angehaut habe, dann einfach stur auf der zweiten Hand mich auch wieder angehaut habe, weil ich dieses Gefühl auf beiden Seiten gern gehabt habe. Also, wie soll man das sagen? Wenn ich zum Beispiel mit einer Hand geschnipst habe, habe ich versucht, auch mit der zweiten Hand zu schnipsen. Ich habe da so ein Dings gehabt, dass ich einfach alles mit beiden Händen gleichzeitig machen wollte oder beides mit beiden Körperteilen machen wollte. Oder wenn mich da jemand gekratzt hat, habe ich mich da noch zusätzlich dann gekratzt. Weil ich habe das so komisch gehabt. Ja, ich war ein bisschen komisch in der Hinsicht. Und meine Tochter hat das halt jetzt mit den Zöpfen. Sie will auf beide Seiten einen Zopf haben. Ja. Ist für mich sehr verständlich. Deswegen passt das sehr gut. So, ich bin jetzt fertig. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen das Fixing Spray raufspritzen. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich liebe das von NYX. Das Long Lasting. Ich finde, das bringt nicht nur Long Lasting, ich finde das einfach super. Ich weiß nicht, wie viele Pullen ich schon davon aufgebraucht habe. Ja, ich habe schon ein paar davon aufgebraucht. So, und jetzt warte ich dann meistens ein bisschen, bis sich das gesetzt hat, dass ich das ja nicht in die Augen kriege, weil einmal habe ich es in die Augen gesprüht und das hat wehgetan. Leute, das hat wehgetan. Ja, das hat echt wehgetan. Jetzt schauen wir mal an, wie das jetzt ausschaut. Leider ist dieser Sprühkopf nicht der beste. Ich habe einmal einen besseren gehabt. Und da habe ich jetzt einen erwischt, was einfach nicht so gut ist. Deswegen muss ich das manchmal ein bisschen nachtupfen mit dem Sponge, weil sonst verschmiert mir das Make-up wieder. Und das wollen wir natürlich nicht, oder? Es gibt ja Leute, die sich dann auf den Sponge auftun und dann auftupfen. Das freut mir aber nicht, das Ergebnis dann noch. Und oh, meine Hände picken jetzt an Gott. So schaut das jetzt aus. Gehe jetzt dann zu meinen Freunden. Ich finde das heute recht langweilig. Ja, ich finde das heute sehr langweilig. Was meinst ihr? Ich schaue heute recht langweilig aus. Ich schaue voll langweilig aus. Ja, aber das ist einfach die Palette leider. Ich hätte jetzt lieber auch eine buntere Palette mal gezogen. Für den heutigen Tag auf jeden Fall. Aber ich finde diesen Blush, für das, dass er in der
Tube so brutal ausschaut, eigentlich sehr natürlich aufgetragen jetzt sind. Und ich würde fast sagen, das ist für mich jetzt auch ein Herbstton und ein Winterton. Also mehr Herbst wie Winter, glaube ich. Ich finde den richtig genial. Gefällt mir sehr gut. Also schauen wir mal, wie gut der haltet. Angeblich halten die sehr gut. Dann werden wir noch ein paar kleine Böttiche kaufen, weil ich werde nur kleine kaufen, weil ich finde, diese Größe reicht vollkommen aus für mich. Vollkommen. Am besten wäre, wenn sie alles nur noch klein machen. Dann wäre es erstens einmal billiger. Man hat mehr Auswahl für die kleinen Produkte. Und ja, ich finde es einfach süß. Bei den Lippenstift weiß ich nicht. Da muss ich mal schauen, wenn ich einen davon aufbrauche von den zwei. Aber ich muss sagen, die Lippenstifte halten ungefähr gleich lang wie normale Lippenstifte. Und mir vor, also da finde ich es auch nicht sehr viel Unterschied. Das Tragegefühl ist auch nicht so groß. Ein großer Unterschied. Ich werde den roten dann auch nochmal testen. Ich habe einen Seiten hell, also diesen Nude aufgetan und einen anderen Nude, ich glaube von B2. Und habe ja ein Testvideo dazu gemacht. Ich werde das oben rechts einmal verlinken. Ich finde, da ist nicht viel Unterschied. Das gibt sich nicht viel. Den roten will ich aber genau das gleiche machen. Und ja, ich werde ihn wieder in die Verpackung tun, weil es einfach so schön ist. Und jetzt werde ich einmal alles wegräumen, weil es schaut gerade sehr wild aus. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Für euch.